Ich habe das Dropship-Coaching von Manjeet aka Official Rich Team getestet. Außerdem habe ich ihn im Call mit ziemlich kritischen Fragen konfrontiert. Hast du den gekauft? Oder wie kam es zu diesem Beitrag? Und konnte aufdecken, wie viel Geld er wirklich mit eigenen Online-Stores verdient. Und jetzt viel Spaß mit dem Video, abonniert den Kanal für mehr solcher Internet-Experimente. Nennt sich selbst auf Social Media Official Rich Teen und genauso präsentiert er sich auch. Privatjet, Luxusuhren, teure Autos und Penthouse mit beachtlicher View über Dubai. Dahinter steckt der mittlerweile 20-jährige Manjeet Singh Sangha aus Elsterwerda, Brandenburg. So richtig bekannt wurde er vor allem durch einen TAF bzw. Red-Beitrag, der den damals 18-Jährigen als Selfmade-Millionär porträtiert, welcher vor allem durch die Krankheit des Vaters die Motivation schöpfte, sich was Eigenes aufzubauen, um für seine Familie zu sorgen. Im Alter von 13 Jahren startete er so mit E-Commerce durch, baute und bewarb Online-Shops für Nischenprodukte. In der 10. Klasse brach er dann die Schule ab und erwirtschaftete laut dem Beitrag schon über 100.000 Euro. Mit 17 wurde der erste McLaren bestellt. Man kennt's. Für mich persönlich eine unglaublich inspirierende und schöne Geschichte, allerdings wirft sie auch ein paar Zweifel auf. Da will ich ehrlich zu euch sein, denn ich habe selten gesehen, dass ein Mainstream-Sender wie Pro7 Reichtum im jungen Alter, Protz-Lifestyle auf Instagram und sogar Dropshipping so positiv darstellt. Weshalb ich auch mit Manjeet sprechen werde innerhalb des Experiments und einfach mal nachhaken will, wie dieser Beitrag zustande kam. Also versteht mich nicht falsch, wünschenswert wäre es ja, dass, wenn das alles stimmt, eine objektive, auf Fakten basierte Berichterstattung stattfindet. Aber man muss halt sagen, wenn man an Theo Stratmann und Co. denkt und die ganzen Funkskandale, passiert das ja leider immer seltener. Wir machen es sowieso wie immer, wir bilden uns eine eigene Meinung, vor allem aber durchs Testen. DSU, Dropshipping University, für junge, hungrige Hustler. Ein Videotraining, welches mit 4- bis 5-stelligen Monatsumsätzen wirbt. Kinderleicht, No-Brainer, von null an und man bekommt von Manjeet selbst sogar die Marketing-Skills. Text-Testimonial ohne Name, nicht so viel wert. Auf jeden Fall hat sie damit nach Paris geschafft. Erster Button zum Kaufen, so weit sind wir noch nicht. Wir scrollen auch ein bisschen weiter. Hier werden Pain Points abgetastet, Ja-Kette wird generiert. Modulübersicht, Fundament, Mindset, ultimativer Shop-Aufbau, kein normaler. Killer-Produktrecherche, normale Facebook-Ads und aber auch Ninja-Facebook-Ads. Wir kriegen die Instagram-Influencer-Academy und als Bonus-Case-Study sogar einen Shop, der 100.000 plus im Monat gemacht hat. Da bin ich mal sehr gespannt, ob er wirklich seinen Shop zeigt, weil das habe ich tatsächlich von keinem Dropship-Coach bisher gesehen, dass sie mal die eigenen Stores zeigen, wie viele Umsätze die eigentlich machen. Storytelling, Videotesties, schon besser, aber auch hier hätte ich mir die Nachnamen gewünscht. Ich meine, wer so ein Video aufnimmt für eine LP, der wird wohl kaum Probleme damit haben, wenn auch der Name abgedruckt wird. Viele Screens, FAQ, okay, take my money. Firmensitz ist Deutschland, eine UG, nicht upgraded zur GmbH, die anscheinend auch von der Familie geführt wird. Gekauft wird über Copecard 247 oder 287 auf 3 Rad. So, Videokurs ist durchgeschaut. Hier kommt jetzt Review, unsere positiven und negativen Highlights, mit denen ich unter anderem Manjeet gleich auch noch konfrontieren werde. Es sind insgesamt 123 Videos, die teilweise 20 Minuten lang sind und sehr ins Detail gehen. Mit Bildschirmübertragung, Einstellung, wo welcher Klick gemacht werden muss, sodass man auf jeden Fall als kompletter Anfänger hier abgeholt wird. Auch positiv anzumerken ist, er spricht alle Videos selbst. Also kein Outsourcing wie bei Tate und Stratmann. Das Setting wechselt immer wieder. Ich glaube, das meiste ist im Dubai-Apartment aufgebaut. Die PowerPoints sind wirklich super basic und das ist auch so der Duktus des ganzen Kurses. Raw und praxisorientiert, wenig Aufmachung im Gegensatz zu dieser Hightech-LP, womit verkauft wird. Die Tonqualität ist überwiegend gut, in ein paar älteren Aufnahmen allerdings auch absolute Katastrophe. Bei dem Video beispielsweise musste ich die Lautstärke auf 100% stellen, um überhaupt irgendwas zu hören. Raw ist von 1,76, waren wir relativ profitabel. Und manchmal ist auch der Sound von aufheulenden Motoren von anderen erfolgreichen Dropshippern aus Dubai im Background. Kommen wir aber zu Modul 1. Die Einführung fand ich gut. Ein Video extra zum Thema Gewerbe. Er rät auch, dieses wirklich sofort anzumelden, nicht so wie beim Tate Review. I, in most of my companies, will make $1 million before I'll even consider with a tax form, talking to an accountant or registering any
companies. Und auch, dass er das Verpackungsgesetz anspricht, welche Richtlinien eingehalten werden müssen, wo man sich wie anmeldet, ist cool, weil die meisten Dropshipper erwähnen das nicht und es kann tatsächlich eine Menge Probleme mit sich bringen. Interessant war auch das Video Startbudget, weil ich bin irgendwie davon ausgegangen, er zeigt hier so eine realistische Einschätzung, eine Rechnung, wie viel man braucht. Das ist allerdings tatsächlich ein Pitch auf das Affiliate-Modell. 33% Provision bei Verkauf, 407 Euro bei 5 Empfehlungen. Kreidet man das jetzt Tate an bei The Real World, muss man es natürlich auch hier machen, weil hier wird Geld verdient, indem das Coaching anderen Leuten weiterempfohlen. Modul 2, Mindset, war relativ basic. Finde auf jeden Fall gut, dass hier keine Luftschlösser gebaut werden, so ey, in 2 Monaten, wenn ihr das macht, dann habt ihr meinen Lifestyle, sondern vor allem Geduld gepredigt wird und dass man seine Zahlen anschauen soll und zu sich selber einfach ehrlich. Modul 3 ist dann der Shopaufbau. Wie ihr seht, ist das wirklich das umfangreichste Modul. Es fängt an bei der Wahl des Shops, über die Namensfindung, Registrierung, Produktkategorien, Rechtstexte, findet man auch nicht bei jedem, bis hin zu Tools und Funktionen, die wir selber noch nicht kann. Sodass wir bei unserem Shop, wo der Kaffee verkauft wird, selbst ein paar Änderungen gemacht haben. Zum Beispiel die Reviews von unserem Produkt oder auch diese Progress Bar für den Gratisversand beim Checkout und die FAQs. Man merkt auf jeden Fall, dass er bei diesen Praxisthemen voll in seinem Element ist. Also viel mehr Elan, viel mehr Energie ausstrahlt als bei diesen rein theoretischen Videos. Kleiner Downer war für mich das Shop-Review, jetzt nicht inhaltlich, aber es ist eben nicht seiner gewesen. Das heißt, mal wieder so von außen drauf geguckt und ungefähr erklärt, warum das halt hier funktioniert hat. Modul 4, Produktrecherche. Verschiedene Herangehensweisen. Ein Video über No-Go-Produkte, welches anscheinend auch immer wieder geupdatet wird. Das ist uns auch an anderen Stellen noch aufgefallen, weil KIs wie Midjourney zum Beispiel bei der Logo-Erstellung benutzt werden. Im Netz findet man trotzdem das Feedback, dass einige Inhalte veraltet sind. Bis dahin können wir das aber nicht bestätigen. Facebook-Modul, Basic und Fortgeschritten, sehr ausführlich. Glaube trotzdem, dass man als kompletter Laie, je nachdem wie affin man dafür ist, noch Hilfe benötigen würde. Jetzt haben wir die erfolgreichen wieder 5 mal dupliziert, also haben wir nochmal die alle sind am Laufen. Und es fehlen mir auch so ein bisschen diese, sag ich mal, Bro-Science, Hacks, Insider, das ist alles Wissen, was man halt auch irgendwo anders finden kann. Gut fand ich aber das Video zum Thema Werbekontensperrung. Das kommt nämlich häufiger vor, als man denkt. Allerdings ist das auch wieder nur die Theorie hier. Schöner wäre gewesen, er vermittelt direkt an seinen Ansprechpartner bei Facebook, weil bei seinen Umsätzen hat er ziemlich Sicherheit. Vermute aber, dass man den Service nur im Upsell-Produkt genießt, dazu aber gleich mehr. Das Neue bei dem TikTok-Ads-Modul kann er auf jeden Fall wegnehmen. So neu ist es nicht mehr. Inhaltlich ist das gut. Wir haben das ja selber für ein Experiment schon gemacht. Das Influencer-Academy-Modul ist mit Abstand das Schwächste. Das sind einfach 3 Videos, wie du sozusagen einen Influencer für deine Kampagnen auswählst. Er benutzt für die Analyse Social Blade. Da gibt es wirklich bessere Alternativen. Und jetzt zum Schluss meine persönlichen 2 Highlights. Beginnen wir mit dem Positiven. Die Case Study basiert endlich mal bei einem Dropshipper auf seinen eigenen Store. Er zeigt, wie er mit dem Bubble Ball $118.000 Umsatz in 1 Monat gemacht hat und sogar auf 250.000 hochskalieren konnte. Man erfährt seine Gedanken, Shopaufbau, EK, VK, wo verkauft wurde, USA, Neuseeland, weil er da eben nicht die Umsatzsteuer zahlen musste. Und er zeigt am Ende wirklich auch, dass $49.000 Gewinn übrig blieb. Das ist nämlich so ein Punkt, den wir nicht verstehen, weil das Proof of Concept wird bei Coaches voll oft einfach nur an den Kundenerfolgen gemessen, aber sie zeigen halt selber ihre eigenen Zahlen nicht. Das ist für mich persönlich aber die Grundlage, um überhaupt eins verkaufen zu können. Und nicht so cool fand ich dementsprechend auch das reine Upsell-Modul, wo die DSU Platinum gepitcht wird. Das aber eben vor allem durch die Erfolge der Teilnehmer. Einfach deshalb, weil es mir in dem Moment, ich habe jetzt den ganzen Kurs durch, das Gefühl gibt, ich bräuchte jetzt einfach unbedingt das Upgrade. Ich bräuchte jetzt noch mehr, um erfolgreich sein zu können, aber hatte ja gerade erstmal das Geld für den ersten ausgegeben. Preis gibt es nur bei Anfrage, beziehungsweise man muss sich bewerben. Also würde ich sagen, ich frage ihn das jetzt einfach selber. Dafür zahlt man 2K, aber nicht jeder kann einfach 2.000 Euro in die Hand nehmen, sagen, okay, ich kaufe mir jetzt die Platinum und dann habe ich die Nummer von Manjeet, sondern es ist auch erstmal ein kompletter Bewerbungsprozess. Das bedeutet, Fragen beantworten. Ich prüfe natürlich, wo stehst du aktuell? Kann ich dir überhaupt helfen? Weil es gibt, es ist einfach so, wie es ist, es gibt Menschen, denen kannst du nicht helfen. Ich glaube, dich kennen viele, kann man sagen, aus diesem TAF bzw. Red-Beitrag. Also wenn man deinen Namen eingibt, kommt das gefühlt 100-mal gerepostet. Also ProSieben hat es, glaube ich, mehrmals ausgestrahlt. Es ist auf YouTube, es ist in wirklich Hunderten von TikTok-Clips. Hast du den gekauft oder wie kam es zu diesem Beitrag? Ich habe den nicht gekauft. Also ich bin ja seit Jahren auch auf Instagram aktiv. Ich wurde mehrmals angeschrieben, teilweise habe ich solche Anfragen nicht mehr entdeckt, ja, und dann habe ich halt zufällig so eine Nachricht gesehen von so einer Agentur, also diese Produktionsfirma war das dann,
Hey, wir finden deine Story interessant. Hast du mal Lust, dich auszutauschen? Ja, ich will mehr über dich erfahren. Und dann habe ich halt ein Telefonat gehabt, bisschen hin und her geschrieben, telefoniert. Das, was am Ende rauskommt, das Endprodukt, das lag halt nicht in meinem Kontrollbereich. Ich konnte mir das ja auch nicht vorher anschauen auf WhatsApp in einem Video, sondern saß dann einfach live vorm TV. Und klar, man hat natürlich jetzt so seine Bedenken. Geht das vielleicht irgendwie in die falsche Richtung oder wird das so ausgestrahlt, wie es halt auch wirklich verlief? Okay, das heißt, du momentan hast aber auch noch eigene Stores oder machst du nur noch das Coaching? Ich habe eigene Stores, ich habe 4 eigene Shops und viele Beteiligungen. Das mit den Beteiligungen kam erst aber seit 2022 richtig dazu. Aber kann man sagen, also kannst du sagen, dass du mehr Geld jetzt verdienst quasi mit dem Coaching oder mit den eigenen Stores? Wenn wir Ja. die Beteiligung mal mit zu den Stores zählen. Also ich mache auf jeden Fall mit den Stores viel mehr Geld und es ist eine Symbiose davon. Das bedeutet, ich kann nicht sagen, mein ganzer Erfolg beruht nur auf meine eigenen Stores, sondern dieses Coaching hat mir letztendlich auch die ganzen Connections und das ganze Netzwerk ermöglicht. Deswegen geht es beides Hand in Hand, ja. Ja, du weißt ja, wir bauen selber einen Store auf. Kann ich dir so oder so vielleicht den Shop mal rüberschicken, auch teilweise schon mit ein paar Änderungen, die wir gemacht haben aufgrund deines Coachings. Und du bewertest das mal so ein bisschen für uns? Können wir gerne machen. Und das hat er allerdings nicht nur bewertet, sondern uns eine 30-seitige PDF zukommen lassen, was wir ändern sollen und sogar Produktergänzungen vorgeschlagen, mit denen wir viel bessere Margen hätten als jetzt gerade und natürlich auch den Warenkorbwert erhöhen können. Falls ihr Bock drauf habt, würden wir den Weg von aktuell 10.000 Euro Umsatz auf 100.000, falls wir es schaffen, ebenfalls hier dokumentieren. Direkt vorweg, das ist natürlich nichts, was jeder Teilnehmer bei der DSU jetzt erhält, sondern nur für uns gemacht, unterstreicht aber, wenn es sinnvolle Dinge sind, seine Expertise. Deshalb gerne an der Stelle auch an alle E-Commerce-Experten. Wir haben es nach der Anleitung abgearbeitet. Ihr könnt natürlich gerne in den Kommentaren bewerten. Punkt 1, die Produkttexte neu gemacht. Sollten Storytelling beinhalten, Gefühl vermitteln und mehr auf unsere Zielgruppe zugeschnitten sein. Punkt 2, mehr Produktbilder und Lifestyle-Shots. Ist in Bearbeitung. Wenn ihr selber Wake Up Espresso trinkt, schickt uns gerne die Bilder zu. Nummer 3, nach deiner Grafik das Product Listing bearbeitet für bessere Conversion nach diesen Vorbildern hier. Icons für Merkmale unseres Kaffees hinzugefügt, sowie auch die Zertifikate. Karte in der Produktbeschreibung. Und dann noch die Payment-Icons unter dem Checkout-Button, damit Leute einfach wissen, womit sie zahlen können. Dynamic Checkout rausgenommen und dafür den Status anzeigen lassen. Ja, und so sieht der Shop jetzt gerade aus. Klar, einige Dinge fehlen noch, die arbeiten wir noch ab, versuchen das aber auf jeden Fall alles umzusetzen. Und das sind die Produkte, die er uns als Ergänzung vorgeschlagen hat, sind auf dem Weg zu uns, da wir sie natürlich selber erstmal testen wollen, bevor wir sie bei uns implementieren. Die drei Produkte sind angekommen. Wir haben einmal so ein Barista Spice Pen. Damit kann man individuelle Muster, Botschaften mit Zimt-Kakaopulver in Milchschaum malen. Wir haben einen Thermobecher und so eine elektrische Kaffeemühle. Muss sagen, vom Design her finde ich zumindest die beiden schon recht cool. Aber ich kann mir nur vorstellen, die Mühle mit diesem Coffeepot zusammen vielleicht als so ein Bundle für die Leute, die eben keine Siebträger, keinen Vollautomaten haben oder einfach diese klassische Zubereitung mögen. Jetzt aber an der Stelle zur Bewertung des Coachings. Es ist keine Rocket Science, es ist kein exklusives Wissen, was es nur dort gibt. Man könnte mit Sicherheit den Großteil der Inhalte auch bei YouTube und Co. einfach zusammensuchen. Die Aufmachung ist auch relativ simpel. Man zahlt halt für die Zusammenstellung, die Reihenfolge, damit man es sozusagen Schritt für Schritt abarbeiten kann. Und die Erfahrung der Person, die zumindest mit diesem gezeigten Store in der Case Study einen erfolgreichen Shop hat mit 6-stelligen Umsätzen und 5-stelligen Profitmonat. Und wir müssen ehrlich sagen, für das ist der Preis ziemlich in Ordnung. Deshalb sehen wir auch so Kommentare wie kompletter Scam oder es sei Verarsche eher so unter der Kategorie falsche Erwartungshaltung bei einem 250-Euro-Produkt. Natürlich, ganz wichtig, das bezieht sich nur auf die DSU. Wie gut Platinum ist, One-on-One-Coaching, was ja auch alles viel mehr kostet, können wir natürlich an der Stelle nicht sagen. Eine andere Ungereimheit, die ich oft über Manjit gelesen habe, ist sein Alter. Irgendwie so ein Running Gag, der ist einfach immer 18 Jahre alt.
Deshalb an der Stelle kurz mal die Rechnung. Die Doku wurde 2021 gedreht. Da war er 18, heute ist er nach eigenen Angaben 20. Er folgt mir schon relativ lange auf Instagram, was ihr, by the way, auch machen solltet. Noch besser sogar in der WhatsApp-Broadcast. Und schrieb mir das erste Mal 2018 und dann wieder 2019, wo er sich als 16-Jähriger vorstellte. Und hier hatte er wohl schon diesen Shop mit 100.000 Umsatz. Der Junge altert also schon, nur ich vermute, dass einfach Clips aus diesem Red-Beitrag immer noch neu geteilt werden. Klar ist, sein Name Official Rich Teen polarisiert natürlich, sein Marketing act an. Sicherlich ist das teilweise auch inszeniert, keine Frage. Aber das ist eben vieles auf Social Media, Film, Fernsehen und so weiter. Aber nur bei diesem einen Produkt, was wir uns jetzt angeguckt haben, können wir keinen Scam sehen. Das war's an der Stelle mit dem Video. Lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal, schreibt uns gerne Feedback. Vielleicht wisst ihr mehr, als wir jetzt rausfinden konnten. Und ansonsten checkt auf jeden Fall nochmal dieses Video hier ab.